Ich bin eigentlich aus England ursprünglich, habe dann in Frankreich gelebt und da habe ich dann mit Kunst schon seit ich 16 Jahre alt bin ungefähr angefangen in der Schule schon. Modellieren und malen und Aktzeichnen, das mache ich mit großer Freude und seit ein paar Jahren stelle ich meine Werke aus. Und da habe ich in Paris angefangen, in England ein bisschen und jetzt in Deutschland. Und habe jetzt auch Skulpturen mitgebracht nach Leipzig und stelle hier aus. Also heute Abend um 19 Uhr ist die Vernissage in der Gottschedstraße Nummer 17. Die Galerie heißt Galerie 17. Somit ist dann der Abend, also ist die Ausstellung angefangen und die geht dann bis zum 19. Mai. Und wir sind also ausstellende Künstler von dieser Ross Art International Art Exchange. Das ist ein Künstlerbund über Internet. Da haben wir uns über Internet kennengelernt. Das sind ungefähr 270 Künstler. Das wird von Peter Mück in Köln geleitet. Wir machen Ausstellungen. Es sind von diesen Künstlern 17, die auch Galeristen sind. Und ich bin da auch Galeristin, habe auch schon Ausstellungen gemacht in Riedlingen. Und hier jetzt sind wir in Leipzig und ich habe meine Tonfiguren, also Ton- und Terrakotta-Figuren ausgestellt. Also ich habe jetzt Terrakotta-Figur, das ist eine Madonna und Kind, ungefähr 40 cm hoch. Die anderen ist dann aus weißem Ton gemacht, eine Naturfigur, ein schwangeres Mädchen, das liegt. Und noch eine weiße Figur, die ist aber dann weiß glasiert. Und das stellt eine Familie dar, da ist Vater, Mutter und Kind und noch ein Hund dabei und das war so ein... eine Idee von mir. Die zwei anderen, die sind dann mit Farben glasiert. Zwei Frauen. Eine, die nach vorne gebeugt ist, die ist mehr grün. Und die andere mit Metallblau glasiert, von Aktzeichnungen inspiriert. Der zweite Bildhauer, der kommt aus Würzburg. Und der hat jetzt aus Olivenholz, also schöne Statuen, die abstrakt sind, mitgebracht. Wir sind ein Gemisch von Technik. Die meisten sind Acrylbilder auf Leinwänder und relativ groß. Ich würde sagen, die Wände sind ja schön gemacht worden, ja.